Deine Liebe basiert auf Leiden, nicht auf Leidenschaft. Jeder Mensch möchte geliebt werden. Wir alle wollen zu jemandem gehören und ein Paar bilden oder eine Familie gründen. Es steckt uns in den Genen, Teil einer Gemeinschaft zu sein und irgendwo hinzuzugehören. Natürlich wurden wir auch stark geblendet durch die zahlreichen Klischees, die Filme, Fernsehen und Literatur uns als Must-Have verkaufen. Wer nicht Teil einer Beziehung ist, hat ein Problem. So scheint die Botschaft zu lauten, die es nicht gerade leichter macht, sich als glücklichen Single zu definieren. Außerdem ist es hier natürlich auch wieder der Vergleich mit anderen, der unsere Zufriedenheit im Keim erstickt. Wir sehen lauter glückliche Paare auf Social Media und im echten Leben. Also wollen wir das auch. Sobald sich dann die Gelegenheit ergibt, mit einem anderen Menschen eine Zweierbeziehung einzugehen, greifen wir beherzt zu. Apropos Herz, dieses hat unter solchen Voraussetzungen nicht viel mitzureden. Es sind Verzweiflung und Einsamkeit, Torschlusspanik und falsche Hoffnungen, die diese Liebe nähren. Woran du erkennen kannst, dass auch deine Beziehung mehr auf Leiden denn auf Leidenschaft basiert, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Nummer 1. Du kannst nicht du selbst sein. Wer sonst, wenn nicht unsere Partnerin oder unser Partner, sollte unsere menschliche Wohlfühloase sein? Die Liebe ist keine solche, wenn wir uns für sie verbiegen und krummlegen müssen. Sobald du merkst, dass du in Gegenwart deiner vermeintlich besseren Hälfte nicht du selbst sein kannst, ist diese Beziehung nicht die richtige für dich. Nummer 2. Du träumst weiterhin von der großen Liebe. Wer den passenden Deckel zu seinem Topf schon gefunden hat, muss nicht länger danach suchen. Du erkennst auch an deinen Tagträumen und Liebesfantasien, ob du schon am richtigen Zielort angelangt bist oder nicht. Träumst du weiterhin vom perfekten Match und dem einen Menschen, der dich bedingungslos liebt, dann ist es jener an deiner Seite definitiv nicht. Nummer 3. Du weißt, dass du dich unter Wert verkaufst. Diese Erkenntnis ist besonders bitter, aber sie wäre eigentlich auch der erste Schritt in Richtung Besserung. Wenn du merkst, dass du mit dieser Person nur wertvolle Lebenszeit vergeudest und sie dich überhaupt nicht zu schätzen weiß, dann musst du die Konsequenzen ziehen. Solange du noch realisierst, dass dieser Mensch nicht deine Bestimmung sein kann, besteht noch Hoffnung. Nummer 4. Du fühlst dich einsam, wenn ihr zusammen seid. Es gibt fast nichts Schlimmeres in einer Beziehung, als sich einsam darin zu fühlen. So manche Partner wären als Singles weniger allein, als sie es in diesem selbstgewählten Unglück sind, das sich Beziehung nennt. Das Heimtückische an der Einsamkeit ist nämlich, dass andere Menschen nicht automatisch die Lösung sind. Manchmal, so wie hier, sind sie Teil des Problems. Nummer 5. Ihr habt nicht viel gemeinsam. Beziehungen leben von Gemeinsamkeiten. Ein paar Gegensätze sind ganz gut, damit keine Langeweile aufkommen kann. Aber im Wesentlichen gesellt sich gleich und gleich immer noch am liebsten. Viele Kompromisspartnerschaften erkennen erst im Alltag, wie wenig Substanz diese Zweckgemeinschaft eigentlich hat. Wer sich nicht einmal beim Essen oder Fernsehprogramm einig sein kann, hat wahrlich nicht viel vorzuweisen. Nummer 6. Es gibt keine echte emotionale Verbindung zwischen euch. Es muss nicht immer die einzig wahre, alles verzehrende und unbändige große Liebe sein, die zwei Menschen einander in die Arme treibt. Es gibt viele Beispiele im echten Leben, dass Gefühle nicht alles sind, wenn man gemeinsam Richtung Zukunft geht. Doch irgendeine Form von Verknüpfung sollte auf dieser Ebene schon bestehen. Freundschaft oder Respekt zum Beispiel, Bewunderung oder ein anderes gutes Gefühl wären immerhin ein Anfang. Nummer 7. Du siehst keine Zukunft für diese Partnerschaft. Achtung! Sobald dich diese Erkenntnis eiskalt erwischt, ist es Zeit zu gehen. Möchtest du wirklich wertvolle Lebenszeit mit der falschen Person an deiner Seite vergeuden? Keine Zukunft bedeutet auch keine Gegenwart. Nimm das lieber wörtlich.
Nummer 8. Du musst dich ständig für ihr Benehmen entschuldigen. Definitiv falsch sind wir an der Seite von Menschen, für die wir uns schämen müssen. Behandelt jemand uns oder unsere Lieben nicht mit dem gebotenen Respekt, ist kein Platz für ihn an unserem Tisch. Jedenfalls sollte es so sein. Stell niemals eine fragwürdige Beziehung über deine Familie oder deine guten Freunde. Du würdest es irgendwann bereuen. Nummer 9. Du hast Angst vor dem Alleinsein. Wer nicht gut mit sich allein sein kann, greift schnell nach dem erstbesten Strohhalm in Menschengestalt. Diese Zwickmühle kann sich allerdings zu einem echten Minenfeld entpuppen, weil Beziehungen schon gar unter solchen Vorzeichen keine Garantien für Glück bedeuten. Nummer 10. Du suchst einen Lückenbüßer oder du bist selbst einer. Du weißt genau, diese Person ist nicht mein Lebensmensch, aber du denkst, alles ist besser als nichts. Also nimmst du den Frosch, bis endlich der Prinz des Weges kommt. Umgekehrt könnte dein sogenanntes Plus 1 das genauso sehen. Prinzessin oder Prinz war aus, dann halt Kompromiss. Unser heutiges Fazit: Finger weg von lauen Kompromissen. Wenn es einen Bereich unseres Lebens gibt, wo wir auf gar keinen Fall Kompromisse eingehen sollten, ist es die Liebe. Schraube deine Erwartungshaltung niemals nach unten, nur um nicht länger allein sein zu müssen. Du verbaust dir damit erstens die Chance auf eine wirklich gute Beziehung, denn du bist ja schon in einer. Zweitens darfst du die Macht der Gewohnheit nicht unterschätzen. Einmal in einem halbwegs passablen Hafen angekommen, schauen die wenigsten Menschen über den Tellerrand hinaus und nach vorne. Wir bleiben dann aus schierer Bequemlichkeit, wo wir sind, und müssen uns auf unbestimmte Zeit mit sehr, sehr wenig zufrieden geben. Und drittens lauert in den meisten Menschen auch immer ein trügerischer Funken Hoffnung. Wir denken, dass es mit der Zeit besser werden kann. Wir glauben fest daran, dass die Kompromisse an unserer Seite sich irgendwann doch noch entwickeln werden. Oder schlimmer noch, dass wir sie ändern können. Tu dir selbst die Liebe und hör auf, an diese Märchen zu glauben. Beziehungen sind wie Kleidungsstücke. Entweder du probierst sie an und möchtest sie nie wieder ausziehen, oder du spürst sofort, dass es nicht das Richtige für dich ist. Kompromisse sind durchaus möglich, aber sie werden dich nicht glücklich machen. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!